Oh, guten Tag, herzlich willkommen, moin moin, L22, wir haben nicht so viel verpasst, so richtig weit ist er noch nicht gekommen, aber er ist unterwegs. So, Ziel für heute, 5 weitere, ne? Schaffen wir gleich mit dieser Ladung, wollen wir das Ziel lieber die Latte nicht zu hoch hängen, damit wir das Ziel auch erreichen. Nein, wir werden auf jeden Fall jetzt auch heute zum Hofladen die Erdbeeren fahren und Kompost organisieren, weil Kompost brauchen wir jetzt eigentlich an 2 Baustellen. Ich hatte ja gesehen, wir können das mit dem LKW ansonsten machen, das geht ja am schnellsten, da kriegen wir am meisten mit, der steht zwar am weitesten auch weg. Aber wir gucken mal, wo wir Kompost organisieren können. Wir brauchen Kompost einmal für eine Kirschplantage. Aber auch noch fast wichtiger für die Düngerproduktion, für mehr Dünger, damit wir nach der Nacht viel, viel Dünger haben. Das ist echt wichtig. Ja, Freddy ist es. Sackerland. Das weiß man nicht. Es wird demnächst ein großes Revamp-Update geben. Was aktuell Probleme macht in Kombination mit meiner Gestaltung der Produktionen. Und jetzt muss ich wahrscheinlich hingehen und manchmal ist es so im Modding, alle Produktionen nochmal überarbeiten und das wird den Release auf jeden Fall um eine Woche verschieben. Carsten, danke dir für den Sub im 31. Monat. Vielen, vielen Dank. Zunächst hatte ich gedacht, jetzt Donnerstag sollte eigentlich machbar sein. Das ist auch praktisch der letzte Donnerstag, wo ich jetzt noch in Elternzeit bin. Danach bin ich wieder in Arbeit ganz, Dreiviertelstelle. Und dann ist ja sowieso alles wieder ein bisschen stressiger, auch zu Hause hier mit den Kids und so weiter. Aber gut, läuft sich auch irgendwie zurecht. Also kann sein, eine Woche später, ich weiß es noch nicht genau, kommt auch darauf an, wie viel ich morgen komme, kommt auch darauf an, wie viel Informationen es jetzt in der nächsten Zeit gibt zum Thema neuen Landwirtschaftssimulator. Das weiß man ja alles noch nicht so genau, was das jetzt, wie sich das ergibt, wie das wird und so weiter und so fort. So schnell, wie es fertig ist. Also ich will das auch nicht unnötig rauszögern, aber will natürlich dann auch, dass es alles funktioniert und so weiter und so fort. So, 48 ist ja 58, den Mulcher müssen wir demnächst mal rübersetzen aufs andere Feld. Ich wollte jetzt aber eigentlich gucken, wo haben wir denn jetzt eigentlich Kompost? Wo haben wir genug? Beim Kompost haben wir genug, am Klärwerk haben wir genug. Dann würde ich ja sagen, ist von hier aus das Klärwerk eigentlich der nächste Punkt, ne? Damit bedienen wir aber noch kein Bedürfnis, aber egal. Schönen Sonntag auch gewünscht, danke dir, gleichfalls. Nee, Kompost habe ich so als Dünger hier nicht drauf. Gibt's als Mod zu, ne? Gibt einen Mod dafür. Manchmal kommt es anders, als man denkt, ja. Ja, aber dann haben wir es ein bisschen sauberer. Dann rechnet Achims Mod auch richtig. Denn glaube ich, ist es die bessere Kombination. Zu sagen, so, dann gehe ich halt jede Produktion jetzt noch einmal final durch. Da wird es dann ja auch keine großen Änderungen mehr geben im aktuellen Landwirtschaftssimulator. Dann sind wir auch irgendwann am Ende Gelände. Ich sagte ja schon, gut, man kann doch mal gucken, ob man noch das ein oder andere Produkt später noch in die Lagerhallen reinkriegt, wo halt noch Lücken auf dem Display sind. So wie zum Beispiel gestern im Multiplayer kurz angesprochen, vielleicht kommt heute ja noch eine Idee aus der Runde. Es gibt noch ein Display. Hier, irgendwelche Spuckung oder was? Es gibt ein Display noch frei im Zentrallager Kühlhalle. Und da wird das letzte Kühlprodukt gesucht, welches ich erstellen kann. Das kann natürlich gerne aus eurer Runde kommen. Gestern war der größte Wunsch eigentlich Pferdefleisch, den ich jetzt im Kopf behalten habe. Vielleicht haben wir heute ja eine andere Meinung hier im Chat. Oder noch mehr Leute, die sagen, auf Pferdefleisch brauche ich unbedingt. Ich habe so viele Pferde, die möchte ich gerne regelmäßig schlachten. Das ohne das irgendwie zu werten. Das sind halt Nutztiere, die können geschlachtet werden, ist wie es ist. Wieso? Ja, ankoppeln, abkoppeln, ich weiß es nicht. Was gibt es für Wünsche und Hoffnung für den neuen LS25? Das ist eine gute Frage. Also wer Lust hat, kann gerne was auch in den Kommentarbereich auf meiner neuen Homepage schreiben. Ne? Also nicht meine neue Homepage, meine neue Unterseite auf... Hä? Fischstäbchen? Ja, ich dachte, Fisch haben wir eigentlich genug. So, das ist jetzt meine, hier nochmal ein Link, liebe Leute, zu meiner Infoseite für den kommenden Landwirtschaftssimulator, der ja wahrscheinlich LS25 heißen wird, so wie die Gerüchteküche, ne,
die überschäumt. Oh, jetzt haben wir aber viel Kompost mit. Das ist doch schon mal entspannt. So, und dementsprechend, da findet ihr in Zukunft alle Infos von mir. Die Möglichkeit natürlich, denn auch wenn die Links da sind zum Vorbestellen oder zum was auch immer, könnt ihr das alles gerne natürlich wieder über meinen Alice Partnershop machen. Würde mich freuen, wenn ihr mich da weiter supportet, liebe Leute. Und ich mit eurer Hilfe dann tatsächlich nochmal einen weiteren Status vielleicht bei Giants erreichen kann. Und ja, schaue ich nur mit euch. Vielen, vielen Dank für alle, die denn da irgendwann mal irgendwas über meinen DLC-Partnershop sich besorgt haben. Sei es das Originalspiel, sei es ein DLC oder ein Seasons Pass oder. Vielen, vielen Dank, liebe Leute. Danke, danke, danke. Gibt schon wieder, also ja, also ich würde, also ich unterstütze, Stefan, das hatte ich gerade eben Günther schon geschrieben. Ich unterstütze keine Leaks, ne? Also wenn irgendwelche Leute irgendwo irgendwelche Informationen sich erhascht haben, entweder auf legale oder illegale Weise oder sich wichtig machen wollen, weil sie irgendwo Informationen geklaut haben oder irgendwie gekriegt haben, die noch nicht sozusagen an die Öffentlichkeit treten sollen, also ein Leak in dem Sinne, das unterstütze ich nicht. Und von daher sehe ich von dieser Art Spekulation auf jeden Fall ab. Aber wir sehen alle die Giants-Ankündigung für Dienstag 14 Uhr. Wir haben das Short-Video gesehen, wo es eine neue Farbkombination gibt für dann wahrscheinlich das kommende Logo für den nächsten LS. Das sind alle stichfeste Geschichten von Giants, die unterstütze ich. Aber irgendwelche Leaks, irgendwelche von wegen, oh, jetzt muss ich mich aber wichtig machen, ich habe hier geklaute Informationen, die an sich noch intern sind, aber ich gebe sie öffentlich. Solche Mitarbeiter sollte man generell dann vor die Tür setzen, ne? Wenn man irgendwie rausfindet, über welchen Mitarbeiter das geleakt worden ist oder auch über welchen Partner, wenn das jetzt von Giants sozusagen eine Information an die Partner war, ob man rausfindet, welcher Partner das ist, dann na, gleich raus damit. Halte ich nichts von, ist für mich unterstes Niveau. Deswegen unterstütze ich das hier im Livestream-Chat eben auch nicht, ne? Also wie gesagt, keine Werbung für irgendwelche Leaks. Egal, ob sie real sind oder fake sind. Wenn es keine offizielle Giants-Information ist, es ist ein Leak. Und von daher, das unterstütze ich nicht. Unterstütze jetzt aber mehr Dünger hier. Weil nur mit einer Schiene, oder ja gut, mit zwei, aber jetzt mit drei Schienen, dann schaffen wir auch ein bisschen mehr. So, dass wir über Nacht hoffentlich genug Dünger bekommen für die Rapsaussaat, ne? Aber schickt mir mal gerne einen Link zu dem Video. Will ich mir selber angucken und gegebenenfalls melden. Also, man soll jetzt noch nicht Petze spielen in dem Sinne, ne? Aber ich finde es unterstes Niveau. Egal von wem das kommt. So Spekulationen und so weiter, das kann ja jeder anstellen. Ist auch völlig in Ordnung, auch so wie Ansgar sozusagen, der dann Insider-Informationen hat über irgendwelche Ecken, von wegen, der hat aber hier gehört, die haben da Sounds aufgenommen und Sounds werden ja meistens erst am Ende aufgenommen und. Das ist ja nur eine Spekulation und kein Leak in dem Sinne. Und man findet auch Informationen natürlich zu dem Thema, wenn man das sucht auf Google, ist ganz klar, da gab es schon Leaks, auch wohl Anfang des Jahres über Twitter oder wie es, oder X, wie es jetzt heißt. Aber ist halt alles, ne? Leute. Einfach mal offizielle Informationen abwarten und die dann zusammenfassen. Und das ist das Ziel auf meiner Homepage. Das eine ist, was ich mit reingemacht habe, gestern die KI gefragt, habe ich ja gesagt, ne? Die KI, künstliche Intelligenz ist, hat uns da ja ein bisschen so einen Zukunftstext hingeschrieben, ob das wahr wird oder nicht. Das sehen wir dann. So, Kompost her. Was definitiv wahr ist, dass wir am Dienstag um 14 Uhr was angekündigt bekommen werden. Und durch das Short ja auch schon was und durch das Abschluss LS22 Video, ja, ne, kann man schon viel spekulieren und kann davon ausgehen, dass ein neuer Teil kommen wird. Wie ich schon geschrieben habe, die Reise geht weiter. LS seit 2008. Jetzt 16 Jahre später, wie viel Zeit einem das Spiel schon geraubt hat, unglaublich. Aber es hat auch viel Spaß gemacht, ne? Also es ist ja, ne? Hätte ja auch keiner mit gerechnet, dass es so ein Erfolg wird über ein Jahrzehnt, bald, ne? 15 Jahre.
So, wir fahren noch zum Komposter, holen jetzt Kompost, dann geht's rüber zu den Kirschen. Das mit dem Separator hat nicht mal gereicht, oder war es echt nicht? Oder habe ich nicht auf Abladen geklickt? Ja, dies ist, wie gesagt, ne. Das ist immer vom neuen Teil beim LS, wird immer sehr viel erwartet. Und jedes Mal sind wir bisher meistens ja, ernüchtert gewesen und so, ja, okay, nice, schön, okay, schick. Ein paar schöne kleine Neuerungen, aber das Rad wird halt nicht neu erfunden. Und dafür gibt es ja nachher die guten Modding-Teams oder Modder, die dann das Spiel noch ja, ne, langfristig zu diesem Erfolg machen. Kurzfristig reicht es ja aus für mit einem neuen Teil, aber langfristig brauchst du dann immer wieder neue Mods, damit ein langfristiger Spielspaß einfach entsteht. Ich kann mich schon erinnern, wie mein Vater damals LS13 gespielt hat und jetzt spiele ich die Reihe weiter. Ja, ist auch cool. Moin sein. Hier schon da hinten. Partymütze. Danke. Happy Affiliate Day. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist so ein Standard hier Twitch-Ding, ne? Mir eigentlich relativ egal, ob das jetzt irgendwie auf ein Jahr genau, auf den Tag genau, ne? Sind wir wieder beim Thema Geburtstag. Ich mich oder den Affiliate-Status gekriegt habe. Glückwunsch. Danke. Sonst hätte ich weiter bei YouTube gestreamt, ne? Also. Und das ist ja immer so lustig. Das ist ne, von Twitch eher ein Schwachsinn, dass sie mich als praktisch als Partner ablehnen. Weil ich ja auch andere Spiele spiele, wo nicht durchschnittlich mindestens 70 Leute zuschauen. Wenn man dann aber sieht, was für andere Streamer teilweise den Partnerstatus kriegen, wo sie sich halbnackt in irgendwelchen Whirlpools regeln, unglaublich. Das zeigt mir auch das Niveau und das denke ich mir auch, komm, das ist mir dann auch egal, dann bin ich halt kein Twitch-Partner und jeder, der sich etwas auf seinen Twitch-Partner einbildet, kann sich auch denken, dass es ja total egal ist, ob man jetzt Twitch-Partner ist oder nicht. Und dann irgendwie das Vergleich mit irgendwelchen leicht Bekleideten am, wie gesagt, im Whirlpool oder an irgendwelchen komischen. Also was es da nicht alles gibt, was zwischendurch immer mal in der, hier in links da in diesem Werbebalken da drin ist, von wegen hier, guck doch mal da, guck doch mal hier. Das ist ja echt unglaublich. So, das war schon mal der richtige. Ich würde jetzt hier nochmal ein bisschen rein verteilen. Hier oben eigentlich Marmelade. Überlege ich gerade, kriege ich da eigentlich auch Kompost raus oder Schweinefutter? Oh nein, Holzfäller S2B ist da reingekommen, aber wir haben gar keinen Diesel mehr, ne? Ja, definitiv. Es gibt noch viel Luft nach oben. Da bin ich voll bei dir, wenn man sieht, was es alles an Mods gibt. Generell ein bisschen mehr Früchte. Mehr Wettereinfluss würde ich mir eben auch wünschen, das hatte ich schon mal gesagt. Also, dass man wirklich, wenn man jetzt, wenn es, ne, und das ist ja sowas wie mit Terra Life auch vielleicht mit reinkommt, Lagergetreide bei schlecht Wetter denn oder wie auch immer, die das darstellen. Mehr solche Einflüsse. Das nicht von wegen, oh, es hat aufgehört zu regnen, jetzt kann ich aber wieder direkt ernten, sondern dass es mehr so ein Feuchtigkeitsgehalt auch vom Getreide gibt. Also, so ein bisschen in die Richtung Realismus. Es soll natürlich immer noch spielbar sein, das soll auch für Gott und die Welt spielbar sein, aber es gibt halt auch viele, die wollen es High-End detailliert, Realismus und ja, das gibt es halt dann eben nur durch Mods, ne? So, gut, wir können heute noch eine Ladung verkaufen, die haben wir nämlich beim letzten Mal nur abgestellt, bevor wir nachher durch die Nacht durchspulen. Können wir hier nochmal hin. Und mal schnell eine kleine Mischung verkaufen, aber die Mischung, das lohnt schon. Das war nicht viel. Aber das ist nichts, ne?
Wir werden was von Terra Live klauen, sonst erwarte ich nichts Bahnbrechendes, neues, besseres Modell vielleicht. Ja gut, klauen ist in Anführungsstrichen, ne? Ich meine, dann kann sie auch sagen, sie haben ja auch schon bei mir geklaut, sie haben bei anderen geklaut, die Produktion machen, sie haben, ne? Auch diesen Schiffaufbau oder was auch immer, ich sag mal diesen Brückenbau, den hatte ich glaube ich im LS15 schon gehabt oder LS17, dass man erst Produkte irgendwo hinliefern muss und dann entsteht eine Brücke, dass man irgendwo hinkommt. Das ist ja praktisch, kannst du das ein vergleichbares Prinzip mit diesem Schiff, das gebaut wird oder dem Klavier, das gebaut wird oder dieser Achterbahn, die gebaut wird. Ne? Man muss immer irgendwie ein paar Sachen hinbringen und dann entsteht irgendwas. Ja, Airband fahre ich mit dem Heini nicht, ne? Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt echt noch mehr Produkte dahin liefern würde, aber ich glaube, wir sollten mal so für ein... fahre jetzt mal zum Zentrallager, da holen wir mal 2 Paletten Erdbeeren oder so für ein... Das habe ich noch eingerichtet, 20.000 kann man in den Hofladen reinpacken, glaube ich, ne? Live ist von einem Partner. Naja, aber die vermarkten das ja nicht, ne? Und sonst vermarkten sie ja Mods. So wie zum Beispiel dieses Farm Production DLC, was ja dann vermarktet worden ist in Kombination, in Zusammenarbeit mit Partnern, mit einem Modding-Team. Aber warten wir ab. Wir werden sehen, aber das wird auch, wenn wir jetzt am Dienstag eine Information kriegen, sind das auch noch nicht die letzten Informationen, die bis Release dann irgendwie, ne? Dann wird es wieder regelmäßig wahrscheinlich Factsheets Fridays oder so geben, dass wir immer häppchenweise so ein paar neue Sachen mitgeteilt bekommen. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass es so verlaufen wird. So, ich würde jetzt... Seasons haben die sich auch verwurschtelt. Ja, das ist halt dieses Ding aus. Es soll auch für kleine Kinder oder für kleine Kinder spielbar sein, aber auch für einen Älteren. Jeder soll selber entscheiden können, was er macht oder nicht. Also ich finde schon, dass das ein Teil dazugekommen ist hier, aber es ist natürlich nicht so detailliert wie der Seasons Mod im 19er. Ne? Und selbst wenn einzelne Teile aus Terra Live mit reinkommen, weil es Sinn macht, macht es auch nicht für alle Sinn, was ich auch schon sagte. Terra Live ist nachher für viele sowieso zu viel. Ist für die, die hundertprozentig voll Realismus spielen wollen, genau das Richtige. Aber für die meisten Otto Normal-Alice-Spieler ist Terra Live halt nicht geeignet. Also das für die ist auch die NF Marsch mit dem Produktionsumfang nicht geeignet. Weil das dann einfach auch erschlagend ist und zu viel einfach ist. Ne? Das geht für uns, für die, die hier seit Jahren, seit Monaten, Woche immer auf der Karte spielen, die kommen mit der Menge dann auch zurecht. Aber für einen normalen LS-Spieler ist es, meiner Meinung nach, ist es dann zu viel. Ne? Wenn der Marsch mit den Produktionen ist, was das angeht, ausgereizt. Was den Umfang angeht, die Verflechtung, die Komplexität auch der Feldplanung und so weiter und so fort. Und Terra Live ist natürlich mit der Vielfalt an Sachen, die da mit reinkommt, auch schon fordernd. Ne? Das ist jetzt nichts für kleinere Spieler oder für den Standard-LS-Spieler, meiner Meinung nach. Wir werden sehen, wenn das veröffentlicht wird, der Mod. Angucken werde ich es mir logischerweise auch, aber spielentechnisch, weil es ja, glaube ich, es ist ja, wie wir gestern sagten, ist kein extra Mod, sondern das sind ja dann Karten, die auf dieses System beruhen. Und das wird für mich nicht möglich sein, gehe ich ganz klar von aus, eine Terra Live NF Marsh Version zu machen, weil erstens geben sie es wahrscheinlich gar nicht frei und zweitens hätte ich da auch keine Ahnung und drittens ist das dann zeitlich, wenn es einen neuen LS-Teil geben würde, auch nicht bis dahin mehr sinnig realisierbar. Ich wollte gucken, hatte ich jetzt gesagt 20.000 oder 25.000? Wie viel habe ich denn noch im Hofladen immer drin? Ist gerade nicht im Kopf. Geh mal kurz vor Ort. Dann sehen wir nämlich, ob wir auch noch weitere Bedürfnisse haben, bevor ich 20.000 sind. Also Pflaumen, guck mal, da können wir nämlich brauchen. Wir haben Birne, Pflaume, Erdbeere und Pfirsich. Birne, Pflaume, Erdbeere. Hilfe, ich hänge. Egal, machen wir erstmal 2 Paletten von.
Birne, Erdbeere, Pflaume. Und Pfirsich. Nee. Noch bei Erdbeere waren, hätte man sogar drei Paletten mitnehmen können, ne? Das waren, glaube ich, unter 5000 da. Aber passt schon, das ist schon ganz gut. Ja, muss ja Erdbeere sein, weil Erdbeere oben am weitesten drin steht. Na naja, komm, dann nehmen wir drei Erdbeeren mit. Genau, Terra Life kriegen nur Maps, die im Mod-Hop rauskommen. Ja, guck. Also von daher ist die End of Marge eh raus. Macht aber auch nichts. Das macht auch nichts. Ja, sag ja, ne? Wie gesagt, für die normalen LS-Spieler sind diese hochkomplexen Mods. Da geht es ja schon meist plus. End of Marge, Fett Produktionspack. Modspack, das ist dann zu viel. Unterschiedliche Tiere, unterschiedliche und so weiter und so fort. Und das braucht lange nicht jeder. Das braucht ein gewisser Teil der Spieler. So wie wir in einigen Bereichen das gerne brauchen und haben wollen. Aber das braucht lange nicht jeder. Ja, das ist mit jedem Mod so, ne? Das kann auch ein neuer Mähdrescher sein oder ein anderer Trecker. Der braucht nicht jeder. Aber die verstehst du zumindest leichter als die komplexen Mods. Ja, doch, fand ich Seasons LS19 auch, war schon cool. Also die Mods, man kann sagen, also die Mods machen in der Regel größere Sprünge als das Standardspiel. Ne? Wenn man das jetzt mal so über die Jahre betrachtet, finde ich, sind die Mods an Komplexität und Umfang und Gestaltung haben deutlicher zugelegt als das Grundspiel, ne? Na. Quetsch nicht alles ein, da Hilfe. So. Wieso habe ich denn Laumbahn falsch? Birne habe ich vergessen. Na toll. Aber die standen weitere mit drin, ne? Wir sind jetzt runter auf 5 weitere, liebe Leute. Heizkraftwerk möchte Stroh haben. Okay. Wir werden bei uns auf dem Server mit Terra Live spielen, okay? Welche Map ist das denn? Guten Morgen, Mahlzeit. Kann man ja schon sagen, ne? Schon gleich Mittag. Dann sind wir schon wieder ein bisschen vorangekommen. Wir brauchen immer Talente, ja. Das stimmt so. Ach, Kräfte. Ich meine, das ganze Prinzip Landwirtschaft im Lade ist an sich auch gut, wie es ist. Schön, dass es da immer wieder ein paar Neuerungen gibt, die Grafik ein bisschen besser wird, hier ein bisschen was gemacht und da ein bisschen was gemacht wird. Und dann meckern wieder alle, dass die Modder das wieder ordentlich machen müssen, aber die Modder freuen sich ja teilweise auch, dass sie das machen können. Ja, jetzt nicht so, dass ein Modder, ah, das ist aber blöd, jetzt muss ich da wieder irgendwas Neues bauen oder so. Dann ist das auch kein, ne? Dann ist es halt, dann muss er halt was anderes machen. Also von daher. Ich sehe das nicht so kritisch, wenn da jetzt keine bahnbrechenden kompletten Neuerfindungen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn Grafik noch ein bisschen besser wieder wird und hier ein bisschen besser wird und da ein bisschen besser wird, aber ja, ich erwarte jetzt keine
keine Neuerfindung vom Landwirtschaftssimulator. Und wenn wir uns den Verlauf der letzten 10 Jahre angucken, haben wir da auch schon Schritte gemacht. Ne? Vom Grundspiel her sowieso auch, natürlich auch wieder von Mods, aber wie ich schon sagte, von den Mods vielleicht noch ein Schwung mehr, aber es gibt ja auch viel mehr Modder als angestellte Giants-Mitarbeiter. Es ist einfach weltweit sitzen Leute wie ich denn zu Hause und verbringen ihre Freizeit damit, irgendwelche Sachen zu bauen, die das Spiel schöner machen und einigen Leuten, inklusive einem selbst, eine Freude machen und das Spiel halt komplexer gestalten. Und das kann ja ein Unternehmen gar nicht stemmen. Ne? Das ist ja sehr völlig utopisch. Wenn ich dafür jetzt als Schweizer müsste ich dafür wahrscheinlich, weiß nicht, was kriegt man in der Schweiz? 5.000 Euro brutto im Monat? 6.000 brutto? Ich weiß es nicht, 4.000 brutto? Was ja nicht unrealistisch ist und davon müssten sie ganz viele beschäftigen. Das kriegt man dann nicht wieder rein mit dem, ne, was da erstellt wird. Dafür ist es zu teuer. So gut, aber wir sind folgentechnisch am Ende, liebe Leute. Wir philosophieren weiter in der nächsten Folge. Sehen dann aber echt mal zu, dass ich das noch irgendwie schaffe, auf keine weiteren zu kommen. Wie auch immer. Mal schauen, bis dann. Vielen Dank und tschüss.